Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Slay the Spire. Ihr kennt es oben rechts, jetzt angenommen, das Spiel wurde mir kostenlos von Wittgen zur Verfügung gestellt. Wir sind auf Aufstieg 1 in Level 3 und haben uns diesen schönen Weg hier ausgesucht und werden ihn nun beschreiten. Wir haben ein Stärke-Deck, wir haben auch schon zwei Stärke druff. Damit würden wir 24 Schaden machen. Wir blocken auf jeden Fall, dann machen wir auch die 24 Schaden. Ja, machen nochmal 9 Schaden. Heilen, das brauchen wir gar nicht. Wir sind auch ein Vampir übrigens. Falls man es nicht gesehen hat an meinen langen Zähnen und meinem Glitzern im Sonnenlicht. Ich bin ein Vampir. So, damit können wir uns gleich mal ein bisschen heilen hier. So, so, dann blocken wir mal. Und nächste Runde machen wir hoffentlich dann mal ein bisschen Schaden mit 8. Mit 8 Stärke. Ist schon mal nicht verkehrt. Ja, gib mir dein Brennen. So, dann haben wir noch den Limitbrecher, das ist sehr schön. Dann haben wir 16 Stärke. Dann machen wir 26, dann machen wir 23 und dann machen wir nochmal 23. Und damit sind wir wieder voll geheilt. Nice. So, Gold können wir eh nicht kriegen. Ich will die Dämonenform. Ich glaube, ich verzichte. Ich hatte überlegt mit dem Donnerschlag, aber ich verzichte mal lieber. Verliere dein gesamtes Gold. Ja, für 25 Gold opfere ich doch gerne ein Relikt. Ein Schwach auf alle Gegner zu Beginn des Kampfes. Ist okay. Ist jetzt nicht so mega imbar geil, aber ist okay. Okay, wir verlieren wieder. Wir müssen nicht heilen. Verlieren wir 12 TP, kriegen dafür Wahnsinn. Na gut, wir haben ja keine Wahl quasi. So, dann nehmen wir jetzt zwei Gegner und dann das Lagerfeuer und wir kriegen... Okay, aber die sollten auch schaffbar sein. So, ich bin auf die gegangen, weil die jetzt in der nächsten Runde blocken wollen. Das heißt, dann gebe ich denen schon mal ein bisschen Schaden, weil ihnen kann ich jetzt in der Runde noch Schaden geben. Den anderen leider nicht. ...94 Schaden. Nice! Oder 26 an allen. 26 an allen und dann nochmal blocken können. Ich glaube, ich mache das. Sonst hätten wir einen töten können, aber das wäre halt nicht ganz so sinnvoll gewesen, weil die sich ja wiederbeleben, wenn nicht die anderen, die übrigen, in der nächsten Runde sterben. Deshalb, müssen wir da mal gucken. So, der Bite ist jetzt kostenlos. Wir können uns nochmal heilen. Das ist auch schön. So, 23. Zack. Nochmal 23, damit wir erst schon mal down. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Runde die anderen beiden wegkriegen. Obwohl, der tötet sich jetzt selber. Genau, dann müssen wir nur noch den wegkriegen. Und der hat auch nicht mehr so viel Leben. 14. Wenn wir eine Schlagkarte kriegen, sollte das eigentlich reichen. Beziehungsweise, ja, eine Bisskarte. Ja. So. Tsching. Das lief gut. Gold brauchen wir nicht. Kräfte sammeln. Du erschöpfst alle nicht. Angriffskarten, Clothesline, Doppelschlag. Nein. Ich verzichte. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, der Schlund, der kann böse sein. Der kann aber auch hinzukriegen sein. So, dann haben wir einen kostenlosen Biss. Dann noch zwei Bisse. Bist du oben drauf? Das brauchen wir nicht. So. Weil der, was macht der noch? Ah ja, genau. Geschwächt und gebrechlich sind wir jetzt. Der macht jetzt 25 Schaden. Das ist total super. Ja, die würde ich eigentlich ungern jetzt exhumieren. Wir sparen uns das Exhumieren für Stärkekarten auf, würde ich sagen. So, da haben wir auch Bandagieren. Das, oder wir sparen uns das für Bandagieren auf. Das wäre natürlich auch eine Idee. So, also wir bandagieren auf jeden Fall. So, 5x2. Das heißt, da kriegen wir 6. Dann nehmen wir den. Und spielen den Limitbrecher jetzt erstmal nicht. Nein, wir machen erstmal nur Schaden drauf. So, 10 Schaden. Das heißt, 4 kriegen wir. Ist aber okay. So.
Er will eh nicht angreifen, das ist ganz schön. So, wir haben mit 32 Stärke. Er hat 3. Oh, du bist ja süß. Guck, wir machen hier 39 Schaden. Können wir mal die schwere Klinge ziehen? Dankeschön. 100, 174 Schaden. Geil. So, damit sollte er nächste Runde hinüber sein. 8x3, das heißt, wir kriegen 16 Schaden. Das überleben wir aber. Der macht sich eh noch selber Schaden durch unsere Schuppen. So, dann machen wir den, dann heilen wir uns noch einmal und dann heilen wir uns nochmal. Gold kriegen wir keins, aber Tränke können wir nehmen. Donnerschlag, Zusammenstoß, Schockwelle. Zusammenstoß würde ich gerne mitnehmen, weil A, kostenlos, hat zwar eine Bedingung, wenn ich nur Angriffskarten in der Hand habe, aber das kommt ja doch hin und wieder mal vor. Und dann 18 Schaden für Umme nehme ich mit. So, warte, nochmal kurz auf die Karte gucken. Beim nächsten Lagerfeuer verbessern wir. Jetzt heilen wir nochmal. So, damit sind wir auch voll geheilt. Das ist total geil. Die sind nicht so geil. Und das kriegen wir auch schon irgendwie hin. So, wir haben leider nichts zum Verteidigen. Jetzt doch. Wie viel Schaden macht das? 12. Damit kriege ich leider keinen Down. Dann kümmern wir uns erstmal um den. So, die machen jetzt 12, 20 Schaden. Das heißt, 15 kriegen wir. Aber das sollte möglich sein. Das ist ja kacke, dass die explodieren. Und der hat Dornen. Das heißt, wenn ich die töte, sollte ich vorher für ein bisschen Block gesorgt haben zumindest. Das wäre halt ganz hilfreich. Wir bandagieren uns auch nochmal, machen nochmal den. So. 18, 25. Ja, gut. Was macht der jetzt? Macht er sich auch... Ah, ne, okay, der macht benommen. Ich dachte, der macht sich auch Dornen oder explosiv oder so. Okay. 23. Machen erstmal den weg, dann ist er nämlich weg. So. Die machen sie jetzt, glaube ich, explosiver, genau. 12, 12. Und der macht sich mehr Dornen wahrscheinlich. Ja. Okay, explosiv ist halt kacke. Guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel die zwei spielen. Dann habe ich hier kostenlos 34 Schaden. Das spielen wir auch gleich. Machen wir den noch kaputt. So, nächste Runde ist dann auch der andere kaputt. Dann kriegen wir nochmal 12 Schaden, leider. Wir haben auch, doch, da können wir noch ein bisschen von blocken immerhin. Da können wir nochmal was von blocken immerhin. So. Dann haben wir keinen Explosionsschaden bekommen. Haben wieder 70 Leben, das ist ganz schön. Gold können wir keins kriegen. Wenn ich eine Karte erschöpfe, halte ich 4 Block. Ja, nehme ich mit. Weil wir doch ein paar Karten erschöpfen. Und das ist ja eine Macht. Das heißt, das ist nicht nur in der Runde, sondern allgemein. So, 5 Schaden kommen rein, dann blocke ich die mal. Na komm, wir blocken auch das nochmal. Warte mal. Dann ist der schon mal weg. Dann haben wir den schon mal weg. Ich weiß nicht, was der machen wollte. Vielleicht wollte er den mir benommen geben oder sich explosiv machen. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal hinter uns gebracht. So, ein Bite ist kostenlos. Das ist schön, wir haben auch noch den Zusammenstoß. Achso, ah ja, oh, schön. Oh, ich hätte vielleicht erst den Wahnsinn spielen sollen. So, damit ist Zerspalten jetzt kostenlos. Damit ist der down. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 10 Schaden müssen wir jetzt leider in Kauf nehmen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Was haben wir schon erschöpft? Nur 2x Wahnsinn. Das heißt, das brauchen wir gerade noch nicht. So, damit ist er aber schon down. Yay! Nice, das geht ganz gut mit dem Deck gerade, muss ich mal sagen. Muskelspiel. Nehme ich mit, für mehr Stärke.
So, was haben wir denn für ein schönes Reliktchen hier? Du hältst zu Beginn des Kampfes ein Stärke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sowas mag ich doch sehr gerne. So, jetzt verbessern wir endlich mal. Rainbird, nicht vergessen. Wir wollen den Limitbrecher verbessern, dass der bitte nicht mehr erschöpft. Dass wir ihn mehrmals im Kampf benutzen können und immer mehr Stärke kriegen. So, da haben wir nochmal den Schlund. Ach, wunderschön. So, das heißt, wir starten schon mal mit 3 Stärke. Das ist wunderbar. Haben dann gleich 6. So, wir können jetzt gleich den spielen. Dann können wir die spielen und die spielen. Das ist ganz hübsch. Das ist ganz hübsch. Das kann man mal machen. So, er will wahnsinnige 5 Schaden machen. So, wir nehmen auf jeden Fall das. So, nochmal 3 Stärke. Weil wir können jetzt nicht so, weil dann kriegen wir Block. Und dann blocken wir ihn auch komplett. Und heilen uns derweil nochmal voll. Das sieht da gar nicht so verkehrt aus. So, wir haben einen Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. So. Wo ist denn eigentlich mein Limitbrecher? Da kommt er erst. Na gut. Was haben wir? Wollen wir? Ne, wollen wir nicht. Wollen wir nicht gerade. Ja, Muskelspiel habe ich jetzt just for fun gespielt scheinbar. Weil es hatte nicht so viel gebracht. Vielleicht kriegen wir es jetzt nochmal. Nein, leider nicht. Okay, auf jeden Fall verdoppeln wir erstmal unsere Stärke. So, dann machen wir damit schon mal 104 Schaden. Das ist ganz schön. Aber den Zusammenschuss, den wir leider gerade nicht spielen können, weil wir halt nicht Angriffskarten auf der Hand haben. Na gut, dann sollte er nächste Runde vielleicht ins Gras beißen, wenn wir Glück haben. Schauen wir mal. 25, ja, er beißt sowas von ins Gras. Und wir heilen uns voll. Ich bin ein Vampir. So, Gold kriegen wir keins. Blutbad. Leider ätherisch. Aber macht halt 18 Schaden. Und skaliert natürlich auch mit Stärke. Aber das heißt, ich muss sie halt spielen. Komm, ich nehme sie mit. Ich nehme diesen Preis an. So, was haben wir denn hier Schönes? Entferne eine Karte aus deinem Deck. Würde ich eine Karte entfernen wollen? Eigentlich nicht. Nope. Tschüss. So, was haben wir denn da Schönes? Das wäre ein Monster gewesen scheinbar. Oh, violettes Lagerfeuer. Was opfern wir denn? Könnten die opfern? Die ist nicht ganz so geil. Wir wurden voll geheilt. Na toll, super. Dankeschön. Das hat's total gebracht. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Keiner will angreifen, das ist sehr schön. So, die macht jetzt vielleicht nämlich schöne 24 Schaden, was ja nicht verkehrt ist. So, dann gehen wir noch auf den nächsten stärksten. Was jetzt erschöpft? Achso, der Wahnsinn. Ja, okay, Entschuldigung. Ich finde das sehr, sehr cool, dass man da jetzt sehen kann, was so erschöpft ist. Hatten die es nicht gepatcht, dass nicht alle immer angreifen wollen? Ich weiß es nicht, nein. Ja, mit ein paar Bissen könnten wir uns vielleicht noch heilen. Ich weiß nicht, warum der Biss auch nicht übersetzt wurde hier. Also das ist, also der Übersetzer, ne? Manchmal ist ja schon so ein bisschen tralala. So, da haben wir einen kostenlosen, das ist sehr schön. So, da haben wir dann 18. So, damit haben wir auf jeden Fall sehr viel Block und wir können leider nur noch mehr Block nehmen. Okay. 16, 37. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Schaden.
Aber halt nicht so viel, weil wir noch einiges geblockt haben. So, jetzt haben wir eine schwere Klinge, ein paar Bisse, sehr schön. Also ich spiele mal den. Warte mal. So, damit kriege ich einen Down. Damit kriege ich einen Down. Und damit kriege ich einen Down. Ja, das sollte es dann gewesen sein, oder? Oder habe ich mich jetzt so vertan? Nein, habe ich nicht. Sehr schön. Und wir sind wieder fast voll geheilt. Es ist einfach schön. So, Schwäche erkennen. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, jetzt können wir nochmal trainieren. Oder wir schauen, ob wir irgendwas verbessern. Wo ist das? 26 Schaden. Damit kostet Exhumieren nichts mehr. Ne, wir trainieren nochmal. So, dann starten wir schon mal mit 3 Stärke. Mit 4 Stärke starten wir dann schon mal. Und es ist der Zeitfresser. Na, Mahlzeit. Dann schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. Hier, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Wenn ich 12 Karten gespielt habe, endet mein Zug und er kriegt 2 Stärke dazu. So ist der Plan von ihm. So, da die nicht mehr erschöpft, kann man die auf jeden Fall schon mal spielen. Und der heilt sich nochmal bei 50% oder so. Okay, ich werde gleich nochmal die Dinger, die Tränke hier nehmen, ist mir gerade aufgefallen. So, wir trinken auf jeden Fall einen Geschicklichkeitstrank. Werfen einen Feuertrank. So, so, Zusammenstoß können wir nicht spielen, weil eine verteilt. Ich hätte einen Trank trinken können, aber okay. So, wir dürfen jetzt 3 Karten spielen. Wir müssen sie sehr gut ausklügeln. Wenn ich die nicht spiele, ist sie weg. Wir könnten 1, 2, 3. Ja, ich glaube, so mache ich das auch. So, die macht jetzt 89, ja, okay, die macht auf jeden Fall mehr Schaden. So, jetzt kriegen wir zwar 28 reingedrückt, ziehen auch eine Karte weniger, aber, es könnte noch hinhauen. So, er möchte eh nicht angreifen. Schade, gerade jetzt, wo wir die Schwäche erkennen Karte haben, will er nicht angreifen. So, wir heilen uns mal. Okay. Wir sind verletzlich und geschwächt. Das ist sehr schön. 13 mal 3. Ist eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Das ist auch eine witzige Kombo. Ich kriege jetzt 4 Stärke dazu, verdoppel die, kriege also 8 dazu, verliere aber wieder nur 4. Das ist eigentlich ganz cool. So. Damit also 32 Stärke. Was nicht verkehrt ist, würde ich mal sagen. Damit haben wir da schon mal 42 bei allen. Also wir nehmen auf jeden Fall den. Was könnten wir rausholen? Wir könnten Blutbad jetzt wieder zurückholen. Wir können noch 4 Karten spielen. Wir heilen uns erstmal. Okay, so. Mal 3. Jetzt noch mal ein Limitbrecher. Jetzt wird er schon wieder nicht angreifen. Mann! Immer wenn ich Schwäche erkennen kriege, will der nicht angreifen. Darf er nicht wahr sein. Ah, scheiße. Ah ja, stimmt, genau. Das hatte ich vergessen. Töricht, töricht. So, jetzt heilt er sich um 109. Will jetzt 30 Schaden machen. Ich mache 174 damit. Schade, dass die schwere Klinge nicht jetzt kostenlos geworden ist. Oh Gott, ich überlebe es gerade so. Warte, ich könnte ihn auch einfach töten. Auf Wiedersehen, Zeitfresser! Wow, also, wenn ich aufnehme, funktioniert es mit dem Eisernen immer super. Das war mal ein cooles Deck in 50 Minuten. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Bubum, bubum, das kennen wir. So, fortsetzen. Ich ziehe meine Klinge, ich greife an. 599 Schaden, okay. Ja, das, wow. Aufstiegsmodus Level 2 freigeschaltet. Yay! Dann schauen wir nochmal, was der Aufstiegsmodus Level 2 ist.
Wenn ich jetzt hier hingehe und Aufstiegsmodus. Normale Gegner sind tödlicher. Okay, das ist dann nicht mehr ganz so geil. Okay, damit haben wir ein weiteres Mal sogar im Aufstiegsmodus mit dem Eisernen gewonnen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und schaut doch mal auf Twitch vorbei. Da spiele ich auch hin und wieder. Im Moment mindestens einmal die Woche Slay the Spire. Twitch.tv/Rainbird. Gerne mal vorbeischauen, ein Follow da lassen und den nächsten Stream nicht verpassen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüsschen.